Ist Haus des Döners wirklich so gut, wie ihr sagt, oder ist es nur ein Hype-Produkt? Finden wir es raus. Angeboten wird ja der klassische Hackdöner nach dem Berliner Style. Dabei habe ich meinen Döner wie immer bestellt und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf diesen ersten Bissen gefreut habe. Und ich muss sagen, dass der Hackspieß ganz lecker ist, die Soßen sehr gut und alles in allem ist es auf jeden Fall ein guter Döner. Allerdings habe ich von der gleichen Dönerart schon bessere Versionen gegessen. Für NRW reicht es noch für den 8. Platz, deutschlandweit betrachtet aber leider nicht mehr Top 10 würdig. Wo soll ich als nächstes hin?